Perfekt restaurierte Oldtimer in malerischer Kulisse, im wahrsten Sinne des Wortes. Das alles in Otzberg-Lengfeld im Odenwald. Es ist der gelebte Traum von Annette und Herbert Spross. Dinge, die einem Spaß machen, bleiben auch positiv in Erinnerung. Und dann mit so einem historischen Fahrzeugkulturgut durch die Gegend zu fahren, ist was Besonderes. Und würden bestimmt viele gerne machen und können es aber nicht machen. Wir hatten das Glück, wir konnten das alles machen mit unseren kleinen Autos und es hat viel Spaß gemacht. Die vielen Touren, die wir gemacht haben, wo wir in Italien, in die ganzen Städte, die wir besichtigt haben, wo wir von große Touren gemacht haben mit 3.000, 4.000 Kilometer oder so, ne? Denn die italienischen Schätzchen stehen hier nicht nur rum, sondern sind alle fahrbereit. Dieser Fiat Topolino beispielsweise hat die beiden Auto- und Italien-Fans nicht nur gut 100.000 Kilometer weit befördert, sondern dabei auch noch andere begeistert. Die Italiener, die kennen natürlich das Auto viel besser als die Deutschen und das weckt Emotionen. Wenn wir anhalten, um Kaffee zu trinken in Italien, dann kommen die Leute und schauen, ah, che bella macchina, die wissen sofort, wo der hingehört. Die Leidenschaft für Autos wurde beiden fast schon in die Wiege gelegt. Beide waren auch Rennfahrer in verschiedenen Disziplinen. Und klar, auskennen muss man sich sowieso bei diesem Hobby. Infiziert halt einfach von der Technik von den Autos und dann, was man mitmachen kann mit den Autos und welche Erfolge das man hatte vielleicht dabei. Und das sind alles Sachen, die einfach hängen bleiben. Ne? Und Annette Lutz-Spross ist gelernte Kraftfahrzeugmeisterin. So viel Herzblut und doch schließen sich hier bald die Pforten des Museums. Denn das Gebäude wird demnächst verkauft. Ein Drama für Familie Spross, könnte man meinen. Ist aber nicht so. Im Gegenteil. Wir träumen noch davon. Und zwar immer der Spaß. Und dann behalten wir ja noch 2-3 Autos. Es ist ja nicht so, dass wir ganz aufhören mit Topolinos. Ne? Wer Interesse hat, das Museum persönlich zu besichtigen, kann das noch tun, nach vorheriger Anmeldung. Wie lange genau, ist unklar.